wir sehen, dass die Technologien sich schneller wandeln als früher und die große Komplexität des Umfelds der Technologien, die wir haben, etwa 170 Systeme, diese Systeme lassen sich nicht mehr effizient weiterentwickeln. Und wenn unsere internen Kunden immer schneller Funktionalität wollen, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir immer schneller, idealerweise immer mehr Funktionalität zum Kunden bringen können. Das heißt, den Kundennutzen maximieren können. Das setzt voraus, dass wir die Qualität unseres Dienstleistungs-, unseres Umsetzungsprozesses im Griff haben. Dass wir die Qualität eines jeden Releases im Wesentlichen jeden Tag garantieren können. Man spricht nicht mehr von Continuous Integration, man spricht von Continuous Production. Also idealerweise zweiwöchige Releases von Großsystemen. Das sind Fragestellungen, die uns beschäftigt haben, bevor wir umgestellt haben auf Scrum. Scrum, das ist ein Kunstwerk dahingehend, dass man nicht mehr den Teamleiter hat, der quasi wie Gott über alles entscheidet, sondern dass man die Gewaltentrennung einführt, dass man quasi Autonomie wirken lässt. Autonomie beim Product Owner, dahingehend, dass er jetzt das Was entscheidet, er priorisiert quasi den Geschäftsnutzen. Es gibt eine Person, die ist verantwortlich für die Methodik. Diese Person hat keine Linienverantwortung, sie hat auch keine inhaltliche Verantwortung, sondern ist dafür da, das Team produktiver und effektiver zu machen. Dann gibt es das Team. Das Team ist eine autonome Einheit, welche verantwortlich ist für die Lieferung des Geschäftsnutzens. Das Team muss sich als Kollektiv entscheiden, wie viel es innerhalb eines Sprints liefern kann. Die Qualität ist dabei von übergeordnetem Thema. Der Sprint, das ist so ein wiederkehrender Zyklus. Man fängt an mit einem Planning-Meeting. In diesem Planning-Meeting überlegt sich das Team nach Zielvorgabe vom PO, was es in der Lage ist, innerhalb von dem Sprint zu realisieren. Und sobald dann das Planning-Meeting durch ist mit dem Commitment vom Team, beginnt eigentlich die eigentliche Arbeit. Man fängt dann an, einen Sprint-Backlog, arbeitet dann den User Stories zugeordneten Tasks ab. Und am Ende vom Sprint wird das Ergebnis an den Stakeholdern vorgeführt. Man stellt vor, was man in den letzten zwei Wochen gemacht hat, führt dann die Funktionalität vor, um so auch dem Kunden die Möglichkeit zu geben, möglichst früh zu sehen, was er sich gewünscht hat. Und im Anschluss an dieses Review gibt es eine Retrospektive, das ist ein teaminternes Meeting, wo sich das Team zusammensitzt und überlegt, was hat man in den zwei Wochen gemacht, was ist gut verlaufen, wo gibt es Optimierungspotenzial. Es ist schneller, also man hat viel kürzere Phasen, die man verplant. Man muss auch in viel kürzeren Zeiten Ergebnisse liefern. Die größte Veränderung ist sicherlich hinsichtlich der Transparenz im Team geschehen. Du weißt relativ gut, wo du stehst, und zwar täglich. Man ist gezwungen, relativ schnell eine Lösung zu finden und geht dann viel schneller auch auf andere Leute zu, die einem vielleicht helfen könnten bei der Lösungsfindung. Größeren Büros mit 6 bis 10 Personen drin, weil es einfach die Zusammenarbeit sehr fordert. Die ganze Struktur hat sich für uns einmal geändert, dass wir in selbstorganisierten Teams sind und dass die Teams einfach viel selbstständiger geworden sind und auch planbarer geworden sind.